Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch das da, ne? Juhu! Mit Toadette. Toadette geht aufs Klosett und macht sich's richtig nett. Sie fühlt sich heute richtig fett. Und deswegen muss alles adrett sein. Ey, da wollen sie, hallo. Ich laber Scheiße. Oh. Tschüss, Elefant. Ach, der ist jetzt weg. Komme ich jemals wieder zurück? Ach so. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Ach so, jetzt habe ich ja diesen Schwebesprung. Stimmt ja. Okay. Wupp. Ich will noch mal einen Elefanten haben. Wow! Oh, warte mal, ich muss den hochschmeißen. Komm her, du. Warte, ich muss hier einen hochschmeißen. Warte. Nein, komm her. Yeah! Cool. Ich hab's voll drauf. Aber die Dinger sind eigentlich cool, ne? Diese Dinger hier, die da runter... sieht aus wie eine große Torte irgendwie, finde ich. Ich muss einfach nur lang genug warten. Und? Flutsch. Die Ideen sind auf jeden Fall wieder mega geil. Wow. Ah. Lydia! Lydia! Danke, Lydia! Danke. Du hast ein Ding hinterlassen. Das war super. Die Erdbeertorte. Ja, stimmt. Oh, jetzt eine Erdbeertorte, ne? Jetzt ein Stück Torte. Soll ich wieder den Elefanten? Genau. Okay, ich will auch für Elefant sein. Bums. Ich finde das Design einfach so toll mit dem Elefanten. Ich finde das einfach so toll. Ich mag das. Okay, Moment. Mach hier nicht alles kaputt, du Cooper. Das sieht einfach so toll aus. So süß. Ich muss vielleicht auch mal ein paar von diesen Schildern hinterlassen, damit Lydia auch mal, wenn sie mal drauf gehen sollte, da auch mal ein bisschen was hat. Sie geht ja zwar nicht so oft drauf wie ich, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. So, was ist hier oben? Oh, die Blume! Christian, hello, hello, wie geht's dir? Mir geht's super. Ey, was ist denn hier los? Ich bin eine Torte! Oh, ich bin eine sexy Torte. Ich bin eine Toadette-Torte. Die passt auch noch farblich, ne? Oh, super. Ich bin voll lecker. Kann ich jetzt sterben dadurch, die Dinger? Ne, die kann man kaputt machen, tatsächlich. Oh, warte, ja, ich bin auch dahin. Oh, die kann man... Ach, die kann man schieben. Ach so, warte mal. Hier, komm. Jupp. Oh, ist das süß. Plump. Du fügst dich gut ein, ja. Ich bin ein Stück Torte zum Anweisen. Ja, natürlich. Richtig supi. So. Alles kaputt gemacht. Oh, ich hab nicht so viel Zeit. Ich muss mich beeilen. Ich hab jetzt gerade gesehen, dass da ein Timer ist. Jackie! Hallo! Der Elefant ist das Highlight, aber wirklich. Also der Elefant ist wirklich das Geilste. Oh Gott. Alter, wie er doch geschrien hat. Fast so schlimm wie bei mir, ey. Oh Gott. Hilfe. Okay, warte mal. Okay, da unten ist eine Coin. Okay, wie wir die kriegen, ist eigentlich ziemlich eindeutig, ne? Ja, nee. Hä? Ach so. Ach. Shitty. Ich habe gedacht, die kriegt man irgendwie... Warte mal. Die zweite fehlt uns. Uns fehlt die zweite Coin.
Gab sie hier noch irgendwas? Das ist ja wild. Nein! Achso, ich kann hier nochmal hoch, ne? Ah. Aber wenigstens, mir fehlt ja die zweite Coin, deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich jetzt hier gestorben bin. Wir können nochmal nach der zweiten Coin suchen. Hier unten war ja nichts, ne? Das haben wir ja schon überprüft, oder? Genau, da gab es nur das Wasser. Da unten ist auch nichts. Ne, sieht zumindest nicht so aus. Hier kann man auch nicht rein. Hui. Hä? Ich muss gerade sagen, bei mir ist der Kuchen weg. Hier kann ich hoch. Hier kann ich nicht rein. So. Da ist die Coin. Ach! Guck mal, ein Ab. Ich habe ein Ab gefunden. Da geht mir doch gleich einer ab. Lauri, hallo. So, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Guck den halben Stream so zu. Und du hast dich bisher noch nicht geäußert zu meinen sexuellen Anspielungen. Okay. Genau in dem Moment kommt so eine Kugel raus, weißt du? Okay, warte. Oh. 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 Uns fehlt aber die zweite Coin. Wo war die denn? Mein Lieblings-Mario-Charakter sind tatsächlich Yoshi und Daisy. Daisy! Darf ich dich naschen? Lauri, los, beiß zu. Beiß mal richtig fest zu. Ich darf aber entscheiden, wohin, okay? Ich habe da so einen Furunkel am Arsch. Kannst du mal wegmachen? Oh, Alter. Oh Gott. Ja, da müssen wir jetzt nochmal rein, Lauri. Lauri, sage ich schon. Lydia. Nochmal wegen der Coin? Ja, müssen wir noch. Okay, aber nicht in den Arsch. Ich habe ja schon gesagt, da habe so ein Furunkel am Arsch. So, und. So, wo war die zweite? Hier ist die erste. Die war ja ziemlich eindeutig. Hier war nichts. Das oben habe ich schon gecheckt. Also das da oben, dieses Glitzer. Hier ist... Genau, hier war das da. Aber hier ist doch nichts, oder? Wobei... Hier sieht es auch so glänzend aus. Das glänzt doch hier. Warte mal. Ich muss mal was ausprobieren. So, warte. Warte, warte, warte. Ja! Alter! Hab ich gute Augen! Oh. Alter, hab ich gute Augen! Ich sag, da glänzt doch irgendwas! Lydia, nein! Ich rette dich! Hier. Lydia, du musst hier wieder irgendwie... Oh, scheiße, das schaffst du nicht mehr. Bring dich um! Dann kommst du zum Checkpoint, oder? Oder war da ein Checkpoint? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Nee, ich kann leider auch nicht mehr hier rüber. Ich komme da leider nicht mehr rüber. Ich würde dir gern helfen, aber es geht nicht mehr. Ich kann dir leider nicht helfen. Bring dich um, alles klar. Nee, ich glaube, von wegen Checkpoint. War da nicht einer? Boing, boing, busch, bumm. Jetzt muss halt nochmal alles von vorne machen, ne? Das ist halt auch irgendwie frustrierend. Die Wolken. Kann man mal ganz kurz auf den Hintergrund achten? Der ist echt schön. Ah, ne, hier ist der Checkpoint. Scheiße. Scheißendreck. Lydia, es tut mir leid. Ich hätte dir gerne geholfen. Aber leider kann ich das nicht mehr. Oh, Mann, ey. Die sind aber auch echt fies, die Dinger, ne? Jetzt muss ich nur noch ins Ziel schaffen. Alter, ich sag ja, ich muss noch ins Ziel schaffen. Das ist jetzt erstmal eine schwierige Geschichte hier. Bums. Hihi.
wir das One-Up noch. Oh. So viel zum Thema. Ja, egal. Hauptsache, ich habe die Gold... Ne, wobei, die Goldflagge habe ich ja vorhin schon geholt, ne? Bim, 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 bim. Jetzt Kirby Dance. Oh, cool. Cooles Bild. Das Bild war aber cool. Warte, ich schaue kurz nach, ob das wirklich gezählt hat. Ja, genau. Also ich habe wirklich die Goldflagge schon geholt. Ah ja, stimmt. Beim Klimmsprung fehlt uns die letzte Münze. Ich dachte schon gerade, da ist noch ein Secret Exit. Nee, da fehlt uns einfach nur die letzte Münze. Ey Leute, wir kommen ja ziemlich gut mit den 100% klar, ne? Fast alles haben wir auf 100% gelöst. Gut, ich meine, wir sind noch nicht so weit vorgedrungen. Wir sind erst in Welt 2, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ich denke, wir können recht auch stolz auf uns sein, dass wir so weit schon vorgedrungen sind, ne? So, Lydia, hast du es geschafft, oder? Macht ihr super, danke. Ihr seid fleißig. Ja, yeah, super. Hast du die Coin jetzt gekriegt, Lydia, oder hat es nicht geklappt? Nein, leider nicht. Oh, Mono. Willst du es alleine nochmal probieren, oder soll ich nochmal auf dich warten? Hm? Katsch, wir können weiterspielen. Okay, alles klar. Ich überlasse es dir. Fast da. Warte mal. Nee, warte mal, ganz kurz. Ich will mal ganz kurz gucken, was da hinten ist, Lydia. Wollen wir erstmal kurz hier gucken? Das sieht irgendwie nach einem Secret aus. Ha! Schwierigkeit 4! Oh, nee, das habe ich nicht gesehen. Du hast vollkommen recht, Toffi. Ja, danke schön. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nicht 4. Nicht 4 Schwierigkeiten. Ich gerade laber ich noch, wie gut wir sind, weißt du? Ist hier irgendwas? Nee. Oh Gott. Hä? Nicht im Ernst. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Wir sind beide gleich an der gleichen Stelle gestorben. Scheiße. Lydia, wir haben es nicht gekriegt. Oh Gott. Oh nee. Oh, Charaktereinlösung war da. Okay, mache ich gleich. Dankeschön für den Hinweis nochmal. Danke, Lisa und Jana fürs den Hochmut kommt vor dem Fall. Ist also. Hartmut kommt vor dem Fail. Okay, Charakterwechsel. Es ist Mario. Nochmal. Aber eigentlich ist es ganz cool. Wir haben auch nur eine Coin, glaube ich, erwischt, ne? Der Anfang war eigentlich relativ einfach. Nur später wird es halt schwierig. Bei den späteren Passagen, wenn es halt schneller wird und wir die Blöcke halt kleiner werden, ne? Dip, 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 dip. Ich kann die Scheiße einfach nicht. Dip, 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 dip. Springen ist überhaupt nicht mein Ding. Wieso spiele ich Jump'n'Runs denn überhaupt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Mario freut sich wenigstens, weißt du? Wenn er schon in den Tod springt, dann springt er wenigstens glücklich in den Tod. Ich könnte ihn auch auslassen, oder? Ach nee, kann ich nicht. Oh Gott. Oh. Jetzt wollte ich zu viel, ne? Oh Gott. Oh.
Oh Gott. Ja, aber ich habe alles geschafft. Ist scheißegal. Ich habe alle Coins. Der Rest ist Wurst. Wo kommst du denn her? Ja, aus Pusemuckel. Ich habe alle Coins. Der Rest ist scheißegal. Oder gab es dafür noch einen Zusatz? Oh, wobei, es kann sein, dass es noch einen Zusatz-Ding gibt. Ja, stimmt! Ich krieg ja die Ding nicht. Doch, ich muss es noch beenden. Scheiße! Ich krieg ja die blöden Blumen nicht. Oh, Lydia, wie läuft's bei dir? Hast du es geschafft? Soll ich noch kurz auf dich warten? Oder bist du schon durch? Also, du bist raus, aber... Nicht gut. Oh nein, du hast es nicht geschafft. Ich habe die 3 Coins hingekriegt, aber... Warte, ich guck mal kurz. Aber mehr leider nicht. Ja gut, jetzt muss ich es nur noch in Anführungszeichen schaffen, ne? Komm, wir probieren es nochmal. Lydia, das kriegen wir noch hin. Dafür war das schöne Musik. So. Und los geht's. Wups. Los. Ich habe mich fast umgebracht. Mir geht das alles nicht schnell genug. Voll lahmarschig das Spiel hier. Oh Gott. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir richtig gut. Habe nicht alles mitbekommen vom Stream. Es macht mega Spaß, aber es ist auch fordernd, wie man hier sehen kann. Es ist mega fordernd. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir getrennt voneinander starten. Dann hat nämlich eben... Dann verwirren wir uns nicht gegenseitig, wenn der eine irgendwie in unserem Weg rumspringt oder sowas. Sind halt diese kleinen Mini-Blöcke am Ende. Die Zweier, die einen das irgendwie versauen. Wolltest du nicht den anderen Level off-stream machen, die keine 100% haben? Wolltest du dann die anderen Level off-stream machen, die keine 100%? Kommt drauf an. Also die Goldflaggen, die hole ich dann off-screen. Weil das muss ich nicht im Stream machen. Die mit den Coins, das überlege ich mir noch, ob ich den noch die ein oder andere noch hole. Überlegt euch, ob ihr das Spiel kauft, Leute. Das ist Struggle hier. Concentration. Wenigstens kriegt man hier ganz viele Coins, dass die Leben wiederkommen. Wenn du stirbst. Aber wobei, du stirbst ja nicht. Genau, stimmt. Ich war ganz vergessen. Nein! Ah! Warum? Ich möchte das auf jeden Fall haben, oder das liebe Geld. Ja, es ist halt immer wieder das Problem, ne? Jetzt zum Ende des Jahres. Ich habe das halbe Jahr über gespart. Jetzt kann ich wieder richtig schön Geld ausgeben. Auch nicht besser. Nee. Was ein Schrei. Entschuldigung. Es ist aber auch fies. Diese Melodie verfolgt mich heute Nacht in meinen Träumen. Bin ich ein bisschen zu schnell, oder? Kann sein, dass es vom Timing her... Die letzten Sprünge sind die fiesesten, weil da muss halt alles sitzen, ne? Das ist nicht nur schneller, sondern eben, du musst halt auch vom Sprung her perfekt sitzen.
nein, 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 warum? Warum komme ich da nicht hoch? Ach, Mann, no. Ich krieg Husten davon. Ich bin allergisch gegen diese Level. Leute, das ist nicht gesund. Ah. Man merkt, wie sehr du das Game liebst bei Schwierigkeit 4. Ja, allerdings. Lydia, du sagst mir Bescheid, wenn du es schon fertig hast, ne? Dann triggert mich das noch mehr, dass du das schon fertig hast und ich eben nicht. Aber das ist ja schön, wenn es mich triggert hier, ne? Du hast mir ins Auge gespuckt. Es tut mir leid. Man wird rhythmisch beim Springen zur Musik mitgerissen. Je öfter man es versucht, desto schlechter wird man. Mir hilft sowas immer eine Auszeit bis zum nächsten Tag. Ja, ich weiß. Aber das triggert so und auch so ein bisschen, dass du Skill wechseln. Okay. Kann ich gleich machen. Jetzt muss ich gerade. Mache ich gleich, nachdem das Ding ist. Kannst du schon mal Blackwinchen Skill aussuchen, okay? Nach der Runde probierst. Ich werde es sowieso nicht schaffen. Man will es halt aber auf jeden Fall schaffen. Das ist das Problem. Es triggert dich so ein kleines bisschen. Dass wir das im Stream machen, kommt dann noch hinzu, weil ich es halt auch im Stream schaffen möchte. Ich will ja nicht aufgeben im Stream. Wenn ich es jetzt als Video aufnehmen würde, würde ich auch nicht aufgeben. Weil ich denke so, ja scheiße, du hast jetzt extra ein Video gemacht dafür. Und da kannst du jetzt nicht aufgeben. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Eigentlich ist so eine Pause manchmal echt das, was wirklich hilft. Warum? Warum rutsche ich denn da immer weg und kann nicht mehr springen? Was soll denn der Mist? Achso, oh Mann, was hat... Warte, ich Level verlassen. Was wolltest du denn für einen Skill? Black Queen, musst du mir schon sagen, welchen Skill? Oder dann suche ich selber einen aus. Den Gleit-Skill? Bringt mir, glaube ich, auch nicht wirklich viel hier, ne? Du schaffst es doch... Oh, dankeschön. Fallschirm, okay, alles klar. Ich weiß nur nicht, ob der was bringt. Ist zwar lieb gemeint... Wenn er lieb gemeint war. Aber ich weiß nicht, ich glaube, der bringt dir nichts. Toffee sieht nichts. Ja, Mario 64, ja, da war ich tatsächlich auch aggressiv. Freut euch schon, wenn wir irgendwann mal Mario, Super Mario Sunshine spielen. Da werde ich wahrscheinlich auch mega aggressiv werden. Aber das Level ist halt cool. Ich freue mich ehrlich gesagt, dieses Level immer wieder machen zu können, weil es eigentlich auch schon Spaß macht, wie in der Musik allein schon. Das Level ist scheiße! Da gehe ich lieber Bogen schießen! Oh Mann, oh. Oh Mann. Nee, kann ich mehr. Meine Hände schwitzen. Aber wenigstens hat Lydia es auch nicht hingekriegt. Darf ich das so sagen? Du verstehst es nicht falsch, oder? Ich meinte das immer, geteiltes Leid ist halbes Leid. So meinte ich das. Dann fühle ich mich nicht so schlecht. Alter! Wieso rutsche ich denn da immer ab? Ich habe schwitzige Finger! Ich will keine schwitze Finger! Ich wechsle auf die Switch. Alles klar, Lauri. Das muss man hier auch nicht kommentieren hier, was ich hier mache. Das ist Frustration. Ich raste hier aus. Lydia, absolut! Willkommen im Club! Alter, ich habe so schwitzige Finger. Das macht man absichtlich auf den Switch-Controllern, ne? Dass die, wenn man schwitzige Finger hat, dass es richtig, richtig schön glitschig wird und dass man dann nicht mehr richtig spielen kann. Und dann geht der Schweiß in die Pro-Controller-Ding rein, wie heißt es, in die Technik rein. Und dann sorgt sie dafür, dass da alles festklebt und kaputt geht und dann wird neu gekauft. Genau so. Ich könnte da jetzt aber auch nicht aufgeben. Ja, es ist schon frustrierend dann, ne? Boom. Boom.
dumm. Wenigstens sammle ich ab Münzen hier. Ich verliere ja nichts. Wie viele Leben habe ich jetzt schon allein durch dieses Level hier bekommen? Also nicht immer, aber oftmals, ne? Ah. Ich hätte schon aufgegeben, bei der Switch aus dem Fenster geschmissen. Alter, es ist so frustrierend. Es ist so annoying. Das dauert viel zu lange. Oh Gott. Ich will gar nichts mehr dazu sagen, Leute. Ich fühle mich wie Domtendo, als er damals Donkey Kong Country Returns gespielt hat auf der Wii. Slow down, Toffee. Ja, ich versuche mich ja immer so ein bisschen zu konzentrieren, aber meine Finger, sag das mal meinen Finger, die schwitzen halt immer ohne Ende. Aber generell finde ich das Level klasse, auf jeden Fall. Es macht trotzdem mega Spaß, ist nur sauschwer. Es sind gerade mal 50 Sekunden, dass wir das nicht aushalten können. 50 Sekunden perfektes Springen. Aber wenigstens der Anfang sitzt jetzt einigermaßen, ne? Es sind halt oftmals Leichtsinnsfehler tatsächlich. Achso, stimmt, die Coins werden ja gar nicht gezählt, weil ich das Level immer wieder resette. Deswegen habe ich die Ups gar nicht gesammelt haben. Okay, es war der vorletzte Sprung vorhin. Oder der vorvorletzte, oder der vorvorvorvorletzte. Alter, das gibt's doch nicht.